Moin Leute, Venomstudder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Wir haben Donnerstag, das heißt, wir haben wieder eine brandneue Eventwoche inklusive ein neues gerades Preisfahrzeug und ein neues Casino-Auto in GTA 5 Online. Darum geht es hier in diesem Video. Alles, was du wissen musst, erfährst du jetzt. Falls du neu bist, lass auf jeden Fall kurz ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Mach die Glocke an und wenn du Bock hast, gib schon mal gerne ein Like für dieses Video. Ich würde sagen, wir starten sofort rein. Wie immer wird ganz kurz noch eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an Alexander Hirsch. Er hat geschrieben, kannst du mich bitte das nächste Mal grüßen, wenn du ein GTA 5 Video drehst. Alexander, danke dir für deinen Kommentar und Gruß geht raus an dich. Fangen wir an mit dem ersten Punkt und zwar dem wöchentlichen Casino-Auto. Das wäre in dieser Woche der Casco. Das Fahrzeug könnt ihr gerade sehen. Der kostet bei Legendary Motorsport normalerweise 900.000 Dollar. Jetzt können wir ihn für 0 Dollar hier im Casino gewinnen. Es wird auf jeden Fall spannend, Freunde, denn in dieser Woche haben wir verdammt viele Rabatte. Und nicht nur irgendwelche Müllrabatte, sondern wirklich gute Rabatte, vor allem bei Warstock. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt rein, wie gesagt, zu den Fahrzeugrabatten. Falls du aber noch mehr Geld in GTA Online haben willst, schau mal ganz kurz bei meinem Partner JG Gaming vorbei. Dort kannst du dir nämlich selber raussuchen, wie viel Millionen Dollar du in GTA Online haben willst. Ganz egal, auf welche Konsole du spielst. Und das Beste, mit dem Code VENOM10 bekommst du erstens 10% Rabatt auf alles und zweitens einfach so gratis 10 Millionen Dollar obendrauf geschenkt. Also wenn du Geld in GTA willst, drück auf den ersten Link unter dem Video in der Beschreibung und benutze den Code VENOM10. Bei San Andreas haben wir zunächst den Kuma gepanzert im Angebot und zwar von 525.000 auf 315.000 Dollar reduziert. Bei Elitas haben wir auch ein Angebot und zwar den Velum 5-Sitzer, der ist nämlich von ca. 1 Million auf 597.000 Dollar reduziert. Somit sind wir auch schon bei Warstock, hier haben wir nämlich einmal den Insurgent Pickup im Angebot von 1,35 Millionen auf 810.000 Dollar reduziert und wir haben auch den Technical im Angebot von 950.000 auf 570.000 reduziert. Dann geht es weiter, ihr seht, da ist wirklich extrem viel am Start in dieser Woche. Und zwar der normale Insurgent, 675.000 auf 405.000. Dann haben wir die Hydra am Start von 3 Millionen auf 1,8 Millionen. Wir haben die Valkyra am Start von 2,8 Millionen auf 1,7 Millionen. Wir haben den Savage am Start von 1,9 Millionen auf 1,1 Millionen. Wir haben in dieser Woche alle Luxus-Apartments im Angebot. Also wenn du da draußen ein neues Haus oder einfach eine neue Villa in Los Santos brauchst, dann schau auf der Seite vorbei. Wie gesagt, hier sind alle Luxus-Apartments reduziert. Außerdem haben wir 30% Rabatt auf alle Waffen in ganz GTA Online und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Thema Geld verdienen, denn das ist in dieser Woche echt gut. Zunächst haben wir Doppelgeld und Doppel-DP auf den Gegnermodus Motor Wars. Dann kommt das Beste, denn wir haben Doppelgeld auf alle Original Heists in GTA Online, also die originalen Heist-Überfälle. Da könnt ihr überall Doppelgeld und Doppel-DP verdienen. Dasselbe gilt auch für die Autowerkstattverkäufe, auch dort Doppelgeld und für die exotischen Exportautos, auch dort Doppelgeld und Doppel-DP. Und nur Doppel-DP gibt es dann noch beim Human Labs Last Team Standing. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt und zwar zum Preisfahrzeug in GTA Online diese Woche. Das ist der Übermacht Cypher mit einem Preis von 1,5 Millionen Dollar normalerweise. Und dieses 1,5 Millionen Dollar Fahrzeug können wir jetzt eben kostenlos hier im LSK mitbekommen, indem wir am Moment das hier machen. Und zwar gelange 4 Tage in Folge unter die Top 6 in einem Rennen der LSK Meet Serie. Das Zahltrend von dieser Woche befindet sich hier ganz unten und zwar bei Elysian Island. Außerdem haben wir eine neue Funktion in GTA Online und zwar können wir jetzt eigene Go-Kart-Rennen erstellen. Das geht eben ja im Rennen-Editor sozusagen. Und das soll jetzt mit der Eventwoche gewesen sein. War eine wirklich gute Eventwoche. Schreib du mir jetzt deine Meinung in die Kommentare. Wie viele Punkte von 1 bis 10 gibst du der Eventwoche? Wenn es dir gefallen hat, lass kurz ein Like da. Nicht zu vergessen, den Kanal auf jeden Fall zu abonnieren und mach die Glocke an, damit du keine weiteren Videos oder Streams mehr verpasst. Ich bin raus, macht's gut, Freunde, haut rein. Und ciao.